Hallo liebe Pokéfreunde, bitte wieder hier und ja, ich habe jetzt diesmal Relaxo rausgelassen, diesmal Mamutl in der Führung, Monetico Mitte, Garados auch hinten. Mal glubschen. Leider habe ich noch kein Best Buddy auf Garados oder Monetico oder Mamutl. Das. Ich muss zugeben, ich war bei Best Buddies immer recht faul bisher. Da hätte ich mich früher einfach mal ein bisschen eher reinhängen müssen. Aber ja, ist halt so. So gegen Nightwing kämpfen wir als erstes. Führung ist blablabla. Pfui. Wir gehen in Monetigo als Safe Switch hier. Ah, er hat ein eigenes Monetigo. Auch ein Wunder. Dann setzen wir jetzt ein. Eigentlich sollte man das mit Energievorteil immer gewinnen. So. Eins und zwei. Er gewinnt natürlich den Gleichstand. Natürlich. Warum nicht? Wir müssen hier natürlich schön. Er schildert trotzdem, okay. Jetzt setzen wir ein. Ich glaube, mit Macho muss er auch einsetzen, ne? Ist das ein Krypto-Macho? Okay, er kommt in Stahlbohr rein. Gehen wir mal hier rein. Ja, das sollte man überleben. Ein Steinhagel sollte man auch gleich leben, ne? Das wird echt doof jetzt. Matsch hat bestimmt zu viel Energie, ne? Kommt Steinhagel. Ah, wenn Steinhagel kommt, ist doof. Ah, es kommt Steinhagel. Also, oh, er setzt auch sofort ein, ne? Ich kam nicht rüber. Ah, stimmt, er hat so wenig Leben. Ja, Monetigo wird jetzt einfach runtergefarmt. Ach, so knapp, so knapp. Dabei haben wir den Wechsel so gut holen können. Hätte ich Pferdegestärke geschafft? Dann hätte das insgesamt mehr Schaden gemacht. Ich glaube, ich hätte Pferdestärke, glaube noch unter Umständen geschafft. Ach, ehrlich. Okay, das ist unsere Führung, definitiv. Da wird er gleich rauswechseln. Und immer ein Stahlbohr. Ja, ich brauche den ersten nie schilden. Das Gute ist, wenn Stahlbohr weg ist, hat Monetigo eigentlich meistens freie Bahn, außer wenn Relaxo noch hinten ist. Jetzt setzen wir ein. Ja, Schild ist da, perfekt. Jetzt schilden wir das erste Mal. Hier jetzt einsetzen. Okay, das war doof. Ja.
Aber vielleicht schüttet er ja nochmal. Okay, er schüttet nicht, ist egal. Vielleicht kommt er mit Dragoran rein. Nein, kommt er nicht, aber wir schaffen Pferdestärke. Das ist auch was wert. Und Garados freut sich gegen Metaross. So. Drachen-Dings überleben wir. Oh, er geht gleich auf Kraftklaus, perfekt. Dann können wir uns extra Energie snacken. Das überleben wir auch. Das sieht gar nicht schlecht aus. Ja, dann geh auf Drachenklaue. Ich glaube, die Attacke sollte jetzt reichen und er muss gegen Monitigo einsetzen. Ja, weil sonst ist sein Metaross weg. Okay, ich glaube, Metaross ist jetzt weg, oder? Das müsste gegen Metagross reichen eigentlich. Ja, Monetigo ist stark. Hält zwar nicht sonderlich so viel aus, aber ich finde das Pokémon echt cool. Melmetal natürlich auch. Ich mag beide. Bloß ich finde Monetigo ein bisschen übertrieben aufwendig mit den ganzen Münzen. Mir fehlt jetzt eins noch für die Hyperliga. Für die Superliga werde ich keinen spawnen wahrscheinlich. Weil das ergibt für mich wenig Sinn. Für die Superliga, weil es da viel zu wenig aussieht. Hyperliga kann man machen und Meisterliga sowieso. Wieder Dragoran-Führung, perfekt. Und wahrscheinlich kommt gleich wieder ein Dingens rein, oder? Ja. Ja. Versuche jetzt beim nächsten Gleichstand. Eins. Und er setzt nicht ein. Aber er muss schilden. Und er geht auf Steinhagel. Warum? Das ergibt gar keinen Sinn, auf Steinhagel zu gehen. Ah, schön, dass er mit Mamutl immer drin bleibt. Monitigo kommt auch gegen Dragoran klar. Muss aufpassen, dass der Gegner nicht mit Metaross reinkommt. So, wir haben ein bisschen extra Energie geholt. Viel mehr konnte ich mir aber nicht holen. Staloborer ist weg. Ja, das ist nicht schlimm. Wieder das Team. Wir gehen wieder in Gyarados. Wir müssen aufpassen, dass er nicht den Knirsch abfängt. Rüber. Das sieht sehr gut aus. Er wird bestimmt auf Drachenklaue gehen. Gehe ich mal stark von aus. Ja. Das ist in Ordnung. Die nächste Attacke überleben wir auch auf jeden Fall. Hoffentlich macht er jetzt Kraftgloss. Nein, leider nicht. Muss ich jetzt einsetzen? Wir haben einen Knirscher drüben ready, das ist gut. Ah, ich weiß nicht, ob ich hätte runterfahren können. Dragoran ist weg, vielleicht versucht er mich runterzufahren. Schafft er aber nicht. Schafft er nicht, genau.
Aber er musste mich versuchen runterzufahren. Monetigo haut gleich wieder zwei Pokémon weg. Er hätte hier einsetzen müssen und dann hätte er aber keine Chance gegen Garados mehr gehabt. Perfekt. Na, so wirkt das Team ja irgendwie. Ich habe das heute drei Sets nochmal mit Relaxo probiert. Lief nicht so pralle. Es waren immer halt knappe Niederlagen. So, Kite Fred. Ist der nächste Gegner. Mamutel gegen. Aktilas hasse ich. Ich gehe hier direkt auf Pferdestärke. So. Er schildert natürlich gleich. Und rüber. Garados ist okay. Das dürfte noch kein Knirscher sein, oder? Wollte ich gerade sagen, das ist ein Naschweib auf jeden Fall. So, die nächsten Nassschweif würde ich schilden. Genau, weil dann müsste ich runterfahren können. Ja, das sieht gut aus. Und ich werde den Fokusschuss gleich einsetzen. Oder setze ich den Spukball ein? Ich setze den Spukball ein. Einfach blinden Spukball. So. Okay. Also kriege ich hier Schaden drauf. Ihr habt ja gesehen, dass er eh geschildert hat, der Gegner. Jetzt gehe ich hier in Garados. Mal sehen, wie viel die Attacke hier macht. Hast du Lawine? Nein, Body Slam, perfekt. Dann hast du Body Slam Knirscher wahrscheinlich. Oh, er hat Lawine. Schade. Okay, ja, das muss ich hier ausspielen. So, und ich muss mein Schild dann hier verwenden. Okay. Muss ich nicht, also sollte das gewonnen sein. Wir gehen jetzt in Mamutel. Und der Gegner gibt auf. Perfekt. Okay, das war gut, dass ich den Spukball gegen Aktilas gelandet habe. Fokusstoß muss der Gegner natürlich respektieren von Monetigo. Ich wusste, dass ich zwei Spukbälle schaffe. Der eine wird geschildert, der andere macht schön Schaden. Und den Schaden habe ich halt gebraucht. Es war halt leider kein Aktilas mit Knirscher und Body Slam. Leider eins mit Lawine. Lawine macht natürlich mehr Schaden als Knirscher. Gegen Garados. Okay. Oh, Krypto sogar. Das ist gut. Oh, da geht man in Garados. Also in unseren Garados. Das dürfte kein Wutanfall sein. Genau, er hat mir den Knirscherangriff. Keine Senkung, wichtig. Jetzt einsetzen.
Ich hätte auch ein bisschen eher einsetzen können, aber das ist egal. Die Attacke müsste ich noch überleben, hoffentlich. Hoffentlich pokere ich nicht zu viel. Alles eh nur eine Streifabwehr, die überlebe ich auf jeden Fall. Jetzt kommt Lara, Dings wieder rein. Okay, gut, dass ich gewartet habe. Und Schild ist auch sehr gut. Oh, komm, komm. Okay. Ja gut, ist in Ordnung. Okay, Drachenrute. Schwierig. Schwierig. Ich mach gleich die Attacke. Gut, dass ich zuerst dran bin. Oh, sehr schön rüber. Okay. Okay. Munetigo hat einfach nur eine Bürde gemacht und Metagross ist dadurch rausgehauen. Wundert mich, dass der Gegner nicht geschildert hat. Aber okay. Ich mag Dragoran-Führungen. Habe ich das schon mal gesagt? Gib mir einfach nur noch Dragoran-Führungen. Ich glaube, die Punkte, die ich jetzt erstmal heute verloren habe, habe ich jetzt wieder reingespielt. Müssen wir gleich mal gucken, wo wir jetzt rauskommen. Ja, minus 5 Punkte, glaube ich, haben wir noch. Das können wir mit dem Set ja jetzt wieder hoffentlich reinholen. Und nochmal plus machen. Ich finde nach wie vor Munetigo cooles Pokémon. Bloß die Shiny-Form hätte ich mir Tatsache in Silber gewünscht. Das ist halt so noch mehr eine Anlehnung an den Silver Surfer ist aus. War das Marvel oder DC? Weiß ich nicht, wo Fantastic Four zugehören. Wir haben wieder Dragoran. Ja, da können wir drin bleiben. Wir müssen das hier ausspielen. Steinhagel ist nicht der korrekte Move. So, jetzt können wir nämlich auch einmal schilden. So, und bei 4 setzen wir gleich ein. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, er hat jetzt den nächsten Schlagbohrer. Okay, er lässt drauf gehen. Wenn jetzt Metagross reinkommt, ist das völlig egal. Stalobor ist weg. Oh, Glurak, okay. Glurak ist aber auch vollkommen free. Weil gegen Glurak habe ich Gyarados. Ja. Wir lassen Mamute draufgehen. Der Hund rastet wieder völlig aus hier. Wir gehen in Larados. Werden hier nicht schilden. Schild für Monetigo einfach aufbewahren. Wir müssen nur gucken, dass er nicht den Nassschweif abfängt. Okay, das kann er jetzt nicht mehr. Ja, hier kann er gegen aufgeben. Monetigo, schöner Dragoran-Konter. Kampf-Pokémon ist auch ein guter Kampf-Konter. Ich hoffe, dass Munetigo irgendwann seine Spezialattacke Goldrausch bekommt. Dann ist es auch ein brutaler Feenkiller. Ah, wenn man von Fee spricht, kommt ein Togekiss herbeigeflogen.
Das heißt, hier kann ich eigentlich gucken, was reinkommt. Ja. Müssen wir nicht schilden. Knirscher tut zwar weh, aber egal. Jetzt setzen wir unseren Knirscher ein. Ja. Oh, wir kriegen sogar die Senkung. Dann dürfte er eh nur noch einen Nassschweif schaffen. Oh, noch nicht mal das. Okay. Dann kommt jetzt Togekiss rein. Ja, Nassschweif ist jetzt nicht so brutal. Wir kriegen auch keinen erneuten hin. Aber wir gehen in Mammutl. Jetzt setzen wir ein. Oh, sogar im Gleichstand. Lohnt sich zu schilden. Okay, er schildert nicht. Wir müssen rüber. Ja, er sieht, ich habe eine schöne Kampfresistenz. Steinhagel macht auch nichts. Das ist gut an Monetiro, weil es Stahlgeist ist. Richtig gute Typenkombination. Hat halt auch viele Resistenzen. Giftresistenz, Kampf, ja, halt nicht sehr effektive, ne? Halt komplette Giftresistenz ist halt vorhanden. Nicht, Kampf ist nicht sehr effektiv. Psycho ist nicht sehr effektiv. Drache ist nicht sehr effektiv. Fee ist nicht sehr effektiv. Normal ist schon gar nicht sehr effektiv. Ja, die Führung ist jetzt nicht so spitze. Kommt aber darauf an, welches Garados. Okay, das ist Feuer-Olum, das ist gut. Ah, kann ich noch ein Pulverschnee wagen, bevor du Nassschweif einsetzt? Rüber. Schade. Aber du setzt ein, das ist gut. Ich werde hier nicht fehlen. Ah, das ist auch in Ordnung. Bei den Nassschweif kriegen wir hier noch raus. Und du musst gleich einsetzen, ne? Ja. Und ich glaube, ich werde gleich einmal schön runterfahren. Mit Mammutl. Weil Pferdestärke würde ich gerne schön. Ich setze nicht ein. Okay, jetzt hätte ich eigentlich einsetzen können, aber. Nö. Ja, Pferdestärke, guter Schild. So, was kommt rein? So. Larados ist weg. Eigentlich hätte ich auch ködern können. Bitte ködere. Oh, er geht auf Erdbeben. Nein. Ich dachte, er ködert. Ja, okay. Ich hätte einfach schilden sollen, ne? Mit einem Schild hätte ich das jetzt gewonnen gehabt. Den Kampf. Ah, ich dachte, er ködert. Lugi 80 ergibt 100 Lugis. Dragoran wieder. Dragoran gefällt mir besser als Garados. Ja, das ist auch egal. Wir kennen das ja, wie wir spielen.
Den lassen wir durch. So, und wir versuchen wieder gleich einen Gleichstand einzusetzen, ne? Ah, okay. War noch kein Gleichstand. Das ist natürlich ärgerlich. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ich würde schon mal 1, 2, 3, 4. Okay, das war die 5. Ah, wieder verzählt. Bei dem Wechsel kriegen wir auf jeden Fall, das ist kein Problem. So. Und der lässt durch. Okay, ist in Ordnung. Weil wir kriegen wieder Pferdestärke raus. Was er respektieren muss. Und Garados hat es gut gegen Metaross. Das heißt, wir gehen hier wieder rein. Rüber. Und selbst wenn er Monetigo besiegen würde, würde Garados den Rest machen gegen Drawaran. Ja, ich glaube, zweimal Kraftkoloss sollten wir überleben, ne? Okay. Dann setzen wir jetzt einfach ein. Ja. So, was macht er für eine Attacke? Hoffentlich aber jetzt nicht eingesetzt. Ich habe drauf gedrückt. Okay, er geht nur auf Drachenklauen. Okay. Dann versuchen wir runterzufahren. Okay. Okay, er hat. Ah, Mist. Ah, er hat noch eine Drachenklaue. Okay, dann hätte ich einsetzen müssen. Okay, er setzt ein. Wie viel macht der Sternhieb? Wie viel macht er? Jetzt einsetzen. Ah, das habe ich diesmal echt richtig doof gespielt. Oh, ich hoffe, den überlebe ich noch. Nee, wahrscheinlich nicht mehr, ne? Verdammt. 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 Ja, das habe ich selber gerade verspielt. Ich hätte gegen Dragoran einsetzen müssen. Ich hatte so viel Energie gegen Monetigo, hätte er wahrscheinlich einsetzen müssen. Ah, ehrlich. Das wäre eigentlich ein Win gewesen. Ja, und weil ich mich mit, bei Stalobor einmal verzählt habe. Weil sonst hätte ich vielleicht ein Schild kriegen können. Beziehungsweise hätten ein 1 zu 1 Schild gehabt. Ich hätte dann gegen Metaross ein Schild gezogen. Ja, da mit Garados, ja. Ja. Pfui. Oh, und noch mit der Wasserattacke. Du bist ja richtig eklig, oder? Gehen wir einfach auf Pferdestärke. Und gehen jetzt in Monetio. Okay. Das dürfte keine Hydropumpe sein. Wollte ich gerade sagen. Du musst Pferdestärke einsetzen, ne? Schild aber nicht. Okay, also geht. Okay, dann hätte ich schilden können. Ach nö. Oh, und er schafft die Attacke noch. Nein.
Einfach nö. Jetzt setz mal ein. Ah. Och komm. Ja, hier muss ich gleich schön. Hauptsache, er schildert sein Ursaluna. Hauptsache. Ah, der Knirscher, der Nassschweif wird noch nicht reichen, ne? Ja, ich glaube, ich kann den Kampf hier nicht gewinnen. Monetigo, okay. Oh, wenn ich auf Marmortel den Spukball abfangen könnte, dann könnte ich das gewinnen. Nee, schaffe ich nicht. Spukball nimmt mich raus. Ja, Monetigo wird jetzt immer mehr. Umso ärgerlicher, dass wir den Kampf davor verloren haben. Ja, Monetigo echt stark. Aber dieses prima Arena am Anfang, ne? Das hat alles versaut. Hätte es nicht mit Charme sein können. Aber okay, das Team ist eigentlich recht gut hier. Ich bin ein paar Punkte hochgegangen wieder. Aber für die Folge soll es auch gewesen sein. Haut rein, bis nächstes Mal, ciao.